Zuletzt bei Paper Mario Color Splash. In der Indigo-Grotte ist der komplette grüne Rettertod-Trupp verschwunden, beziehungsweise er wurde von verrückten Shy Guys angegriffen. Deshalb marschierten wir einmal durch die kühle Höhle und sammelten alle 6 verschwundenen Rettertods ein. Und dann konnten wir mit ihrer Hilfe die beiden Farbsterne finden, welche sich in der Grotte versteckten. Ach Leute, ihr habt eure Zeitung und euer Käffchen. Ich habe eine schöne Fanta Holunder Zitrone. Danke an den Zuschauer, der mir das geschickt hat. Und wir sitzen hier ganz farbenfroh im wunderschönen Paper Mario Color Splash und sind in Pod Prisma, Freunde. Willkommen zurück. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Wir haben Post abzuholen. Und ich wollte auch noch mal mit dem Kaffeebesitzer reden, denn den haben wir ja vom Papironi-Pfad hierher geholt. Hallo Mario, danke nochmal, dass du mir geholfen hast, hier Fuß zu fassen. Hier ist es viel netter als in meinem alten Café. Komm gern jederzeit wieder, du bist mein Lieblingsstammkunde. Ich habe noch nie was bei dir gekauft, aber ich bin bestimmt ein Stammkunde. Heißt Stammkunde nicht, dass man schon lange dabei ist und viel gekauft hat? Ich weiß es nicht. So, du hast Post für mich. Hey, du kommst gerade recht, du hast Post. Werter Mario, vielen Dank, dass du so freundlich warst, mir deine vortreffliche Kartenkollektion zu zeigen. Und da du der stolze Besitzer einer solch vorzüglichen Sammlung bist, dachte ich, dass du mir vielleicht bei etwas behilflich sein könntest. Ich erwarte dich in der Kampfkammer im gelben Viertel. Oh, nice, der Kartenkenner tot war das. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du jederzeit nochmal öffnen. Ja, das weiß ich. Und das, Freunde, ist genau das, wovon ich euch schon die ganze Zeit predige. Das ist das wunderschöne Museum. Ah, willkommen, heute kann ich dir eine großartige Kampfkarten anbieten. Sie werden dir gefallen. Ja, aber bevor wir jetzt zum Museum gehen, haben wir hier noch ein bisschen was zu erledigen. Und ihr werdet gleich verstehen, warum ich hier das tue, was ich tue. Aber wir kaufen jetzt hier einfach mal ein paar Sprungkarten ein, die kann man immer brauchen. Und ein paar Hammerkarten nehmen wir auch noch mit. Und hier auch noch mal ein paar solche. Ganz easy. Nee, sonst geht's mir gut, Meister. Dankeschön, dass du nachfragst. Denn ich habe euch noch eine Sache gar nicht gezeigt. Und zwar die Punkte, die quasi neben dem vollständigen Museum noch zu den 100% zählen. Und das sind diese 6 Fahnen. Die müssen ausgefahren sein. Und hierfür brauchen wir 200 ausgeführte Exzellentangriffe. Deswegen achte ich immer drauf, viel Exzellent zu bekommen. Alle Ausschnitte ausschneiden. Deswegen sind auch die Kartenausschnitte wichtig, wo wir quasi nur Bonuskarten bekommen. 10.000 Münzen müssen wir sammeln. Das wird von alleine passieren mit der Zeit. 200 Kampfkarten kaufen. Jetzt versteht es, wir müssen hier regelmäßig Karten kaufen. Weil das, ich sag mal, man schafft, kommt auch sehr gut durch das Spiel, ohne Kampfkarten zu kaufen. Aber wenn man das nicht tut, muss man am Ende einfach 200 Karten auf einmal kaufen. Das ist einfach nur übelster Trash. Deswegen immer mal wieder welche mitnehmen. Dann alle Farblosflecken einfärben. Das ist natürlich ganz klar. Und nochmal alle Schnuck-Arenen schaffen. Also alle Meister-Schnucks besiegen. Wir haben ja schon eine Schnick-Schnack-Schnuck-Arena gefunden. Die werde ich euch dann bei Gelegenheit auch noch zeigen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier ins Museum. Und hi. Ah, wie vortrefflich, dass du so freundlich warst, mich zu meinem Ersuchen zu folgen. Mir nach. Hier entlang, bitte. Warum versteckt sich eigentlich der Tod da hinter dem Goomba? Was denn, eine Geheimtür? Und warum gibt es hier so viele Technologien in einem schäbigen kleinen Lagerraum? Das ist schon seltsam, Mario, aber vielleicht auch auf eine gute Weise. Sehen wir uns das mal an. Alles gut? Ist irgendein komischer Kerl aufgetaucht und er geht nicht mehr aus dem Weg. Wie unheimlich. Nein, das ist doch nur der Kartenkennermeister. Aber er führt uns an einen wunderschönen Ort. Ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, einen Ort zu schaffen, an dem die Geschichte unserer Insel für die Nachwelt bewahrt wird. Willkommen, meine Freunde, willkommen in einer Oase von Kunst und Kultur, dem Prisma-Museum. Ein unterirdisches Museum, das ist bestimmt einer dieser Künstlertreffs, von denen niemand etwas weiß. Nein, im Gegenteil, mein Freund, mein Ziel ist, unsere Kollektion so vielen Interessierten wie möglich zugänglich zu machen. Selbst der einfache Toad von der Straße soll sich daran erfreuen können. Damit bleibt nur ein kleines Problem. Im Museum gibt's einfach noch nichts, was ich präsentieren könnte. Und da deine Kampfkartensammlung, da ich die gesehen habe, Mario, wäre es sehr schön, wenn du uns mit Spenden unterstützen würdest. Wow, das ist eine Spende für eine gute Sache. Außerdem ist Port Prisma meine Heimatstadt. Es wäre sicher schön, das Museum später zu besuchen und in Erinnerung zu schwelgen. Ausgezeichnet, ich wusste, dass ich mich auf jemanden mit deinem erlesenen Geschmack in Sachen Kampfkarten verlassen kann.
erlaube mir, dich nach dieser langen Vorrede einmal etwas herumzuführen. Die drei blauen Türen vor dir führen zu Ausstellungsräumen für Kampfkarten. Von links nach rechts zeigen sie Standard-, Schergen- und Dingskarten. Wenn du eine Karte besitzt, die du spenden könntest, leuchtet der Stern über der jeweiligen Tür. Betritt einfach einen Raum und folge den Anweisungen des Toads, um eine Karte zu spenden. Weiter geht's, die rote Tür zu einer linken führt zur Gemäldegalerie. Je mehr Karten du spendest, umso mehr Kunstwerke können wir hinzufügen. Und die grüne Tür zur rechten schließlich führt zur Audiothek. Sobald du einen Ort komplett wieder eingefärbt hast, wird die Audiothek um neue Musik erweitert. Informationen erhältst du vom Kunstkenner in der jeweiligen Ausstellung. Und ich kann dich über den Stand der Gesamtkollektion informieren. Ich kann dir gar nicht genug für all deine Hilfe danken. Pass auf dich auf! Oh ja, du hast einen guten Gebrauch von deinem Farbhammer gemacht, nicht wahr? Ich denke nicht, dass uns das nicht aufgefallen wäre. Dank deiner Bemühungen waren wir in der Lage, unsere Audiothek zu erweitern. Sehr, sehr schön. So, dann würde ich sagen, lagern wir doch einfach mal alles ein, was wir haben. Deswegen habe ich mir auch teilweise einfach Sachen aufgehoben. Ah, da kann ich mir die Sachen nur angucken. Kann ich bei dir was abgeben? Das ist die Standardkartenkollektion. Hier findest du gewöhnliche Karten wie Sprung- oder Hammerkarten. Karten, die du bereits gespendet hast, kannst du dir auf der großen Anzeige ansehen in der Mitte. Wir wissen deinen Beitrag zu schätzen. So, und jetzt wird uns hier nämlich angezeigt, welche wir spenden können. Und Freunde, natürlich geben wir alle ab. Ist ja ganz klar. Pickelhelm, easy. Eisblume habe ich mir extra aufgehoben. Den Huchhammer, den haben wir noch gar nicht eingesetzt. Huch. Die One-Up-Karte haben wir auch noch nicht eingesetzt, genau wie den Pilz. So, abgenutzter Schuh, ganz wichtig. Wie gesagt, auch diese Trash-Karten muss man einfach behalten, damit man sie spenden kann. So, K.O.-Hammer. Normaler Hammer, da ist der dreifach abgenutzte Hammer und auch der normale abgenutzte Hammer. Damit haben wir, glaube ich, schon alle abgenutzten Dinge abgegeben. Wenn wir noch jetzt hier sozusagen den dreifach abgenutzten Schuh auch noch dazu nehmen. So, dann Einfachsprung. Ich habe einen Doppelsprung, warum weiß ich von dem nichts? Und ich habe einen Riesensprung, warum weiß ich von dem auch nichts? Verrückt. Und Hüpfpushen auch noch. So, das ist doch schon mal eine ordentliche Sache, die wir hier spenden konnten. Danke dir! Sehr geil. So, und auch über den Türen leuchten immer die Lichter, wenn wir Karten in unserem Set haben, die wir abgeben können. So. Und ich weiß gar nicht genau, was das jetzt hier für eine Kollektion war. Schergenkarten, genau. Und das ist die, die so schwer zu vervollständigen ist. Und die, glaube ich, bei sehr vielen Spielern nicht vollständig ist, weil es wirklich sehr schwer ist, alle Gegnerkarten zu grinden und wirklich viel, viel Ausdauer braucht. Aber ich werde das tun und ich werde euch ein komplettes Museum präsentieren. Das verspreche ich euch, Guys. Und bevor wir jetzt aber zu den Dingskarten gehen, werde ich jetzt noch ganz kurz zum Hafen gehen, weil den Pömpel haben wir ja quasi schon eingesetzt. Den haben wir ja schon verwendet. Deshalb müssen wir uns den jetzt kurz als Kampfkarte nochmal unten am Hafen kaufen. Gut, ich habe alle Dinge geholt, die ich aktuell besitzen kann. Und dementsprechend spenden wir mal kurz unsere drei Dingskarten, die wir haben. Das ist einmal der Pümpel, den haben wir eingesetzt schon. Dann den Ventilator vom, shit, wie heißt der? Ich weiß nur den englischen Namen, Cherry Lake. Was war der deutsche Name von dem See? War es nicht irgendwie ich weiß nicht, dieser See, ne? Und die Zitrone, sehr schön. Okay, aber mehr haben wir aktuell nicht, ne? Mehr können wir noch nicht abgeben, aber das ist eine gute Sache. Und damit haben wir alles gesehen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz hier in die Audiothek. Wie gesagt, für 100% eingefärbte Level kann man sich jetzt bei dem Kollegen hier sozusagen Mucke anhören. Aber dadurch, dass man quasi diesen Teil des Museums einfach damit füllt, dass man alle Level einfärbt, was ich ja sowieso tue, passiert das quasi automatisch. Morellensee, Freunde! So heißt das Ganze. Morellensee, let's go. Yeah. Genau, die Mucke meinte ich so. Aber passt jetzt auch schon. Da kriegen wir einfach, wie gesagt, die Musik, die in dem jeweiligen Level spielt, wo wir die 100% erreichen. Aber machen wir sowieso. Ist jetzt nichts, wo wir uns extra drum kümmern müssen. Genau wie drüben diese Galerie hier. Die füllt sich damit, dass wir das Museum füllen. Das ist quasi eine Art Progress-Anzeige. Aber hier ist noch nichts, weil wir leider noch nicht genug abgegeben haben. Aber alles zu seiner Zeit. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal ein, zwei Dingskarten am Hafen kaufen, weil es kann nie schaden, ein, zwei Dingskarten dabei zu haben. Und dann gehen wir in ein neues Level. So, nachdem ich aktuell keine Ahnung habe, wo es für uns weitergehen soll, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal hier beim Narzissengipfel vorbeischauen. Ich bin mir jetzt legit gar nicht so sicher,
was jetzt hier genau los war. Aber wir packen das schon. Und ansonsten haben wir immer noch die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena und dann natürlich auch noch das blaue Level. Oh, die Musik her. Mmh. Oh, schmeckt die Musik. Oh mein Gott, schmeckt die gut. Ja, ja. I like. Hey Bro, was geht? Willkommen am Fuß des Narzissengipfels im Heim des Weißen Toads. Weißer Toad? Der hat doch bestimmt... Der heißt doch bestimmt so, weil er immer alles genau weiß, oder? Beim Regenbogen, hast du das gehört? Wenn der wirklich so schlau und weise ist, kann er uns auch sagen, wo wir die Farbsterne finden. Auf zum Gipfel! Netter Versuch, aber ohne Kraxlerlaubnis kommt ihr nicht vorbei, Mann. Hinter dem Tor rechts kommst du zum Häuschen des Eigenbrötler Toad. Da gibt's die Erlaubnis. Ich will mal nicht so sein und mach dir das Tor auf. Okay. Alles klar. Da sage ich doch prinzipiell nicht nein dazu. Eigenbrötler Toads. Geiler Name. Wirklich, wirklich geiler Name. So, sonst ist hier erstmal nichts mehr los, oder? Nee, auch keine Flecken. So, ich würde da mal eine Kraxlerlaubnis nehmen, Meister. Wow, das sieht nicht gut aus. Hm, wo sind wir jetzt hier bloß gelandet? Ist ja ziemlich, finster. Ist das etwa der Eigenbrötler-Tod, den der Todwächter meinte? Hoffentlich ist seine Stimmung nicht genauso finster. Ah, hallo, brauchst du etwa eine Kraxlerlaubnis? Ja, bitte, wir wollen auf den Narzissengipfel und den Weißen Tod besuchen. Verstehe, mir ist heute nur so überhaupt nicht nach Arbeiten zumute. Ich bin Opfer von Vandalismus geworden, man hat in mein Häuschen eingebrochen und die Farbe geklaut. Nun stehe ich unter Schock und bin vorerst krankgeschrieben. Ach, du grüne Neune. Diese farblosen Flecken hier drin ziehen einen echt runter, jetzt bin ich ganz traurig. Oh, ach Mario, ich fange gleich an zu heulen und melde mich auch krank. Können wir dem Häuschen nicht einen neuen Anstrich verpassen? Ja, easy. Ja, gar kein Problem, aua. Jetzt hat mich die Schublade hier geboxt. So, dann machen wir doch hier mal alles wieder schick. Da bin ich doch gerne dabei. Oh, was für ein schönes Todgemälde da an der Wand. I like. So, dann machen wir es hier auch mal ein bisschen wieder kuschelig warm. Ah, hier ein bisschen Wärme hier wieder reinbringen und ein bisschen Liebe in die Wohnung. Das ist ja schlimm. Hier kann man ja nur depressiv werden. So, die Uhr muss ich auch noch anmalen. Komme ich da durch das Gitter durch? Ah, nee, ich muss draufschlagen. Okay, kapiert. Und dann kann ich das Pendel hier sozusagen wieder hübsch machen. Wobei, jetzt ist es einfach nur gruselig hier. Ein dunkler Raum, in dem irgendeine Pendeluhr schlägt. Das ist echt gruselig, Mann. Jawollo! So. Ah, schaut mal, unter der Fußmatte ist auch noch was. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles eingefärbt, oder? Und, Bro, zufrieden? Hier gibt es ja immer noch Flecken. Im Eigenbrötler kann man auch nichts vormachen. Wir müssen wohl weiter nach Flecken suchen. Ach so, kann ich das hier öffnen? Ah, ich kann das öffnen. Let's go. Kann ich es jetzt auch noch aufmachen? Ja. Ich glaube, es knickt. Das ist ja ein Entfaltungsblock. Wenn du an einen Entfaltungsblock haust, kannst du Dingen zur Entfaltung verhelfen. Aber nur kurz. Solange deine Entfaltungskraft aktiv ist, hau einfach mit dem Hammer auf alles mit dem Entfaltungszeichen. Da fällt mir ein, haben wir das Symbol nicht irgendwo in dem Häuschen gesehen? Ja, haben wir. Und putz. Dann entfalten wir hier mal. Ist das eine Couch? Könnte eine Couch sein. Nee. Das ist ein sehr hässlicher, uneingefärbter Sessel. Oh, mein Lieblingsstuhl. Die Rabauken haben daraus einfach ein gefaltetes Kleinholz gemacht. Tada, nicht schlecht. Du kleiner Entfaltungskünstler, Mario. Ja. Und die Farbe haben sie auch geklaut. Ja, ja, aber... Bro, kein Problem. Dafür sind wir doch da. Nein, ich will gar nicht mit dir reden. Was? Nein, 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 nein. Ah. Ich will doch nur da hochhüpfen, um mir alles einzufärben. Oh, dann muss ich da von hinten vielleicht noch draufhauen? Yes, jetzt ist er wieder schön. Und da geht auch der Kronleuchter oben an. Und schöne, royale Musik. Ja, mein Häuschen, ich kann es nicht glauben. Richtige Teemusik. So Teestubenmusik. Mario, dank dir und deinem Kumpel ist die Farbe in meinem Häuschen zurückgekehrt. Nicht nur in mein Zuhause, auch in mein Leben. Das schreit nach einem Dankeschön. Kommt jetzt die Kraxlerlaubnis? Bitteschön, eine Kraxlerlaubnis. Die kostet sonst ein halbes Vermögen, aber dir geht aufs Häuschen. Ey, der gönnerhafte Boss. Voll gut. What the fuck? Brillant, danke sehr. Schön, dass wir helfen konnten. Mir geht's auch wieder besser.
Eine 10 von 10, würde ich sagen. Eine schöne Einfärbemission. Die hat mir doch, sehr gut gefallen. So, würdest du uns jetzt das Tor öffnen? Kraxlerlaubnis! Guck an, eine Kraxlerlaubnis! Und das, wo der Eigenbrötler-Tod doch seltsamer geworden ist. Ich red mich irgendwann nur noch im Kopf und Kragen. Ich sag lieber nur noch meinen Spruch auf. Willkommen am Fuße des Narzissengipfels, dem Heim des Weisen Tods. Auf dem Gipfel erwartet dich der ehrwürdige Weise. Der Bergpfad ist freigegeben. Yeah. Guten Aufstieg. Dankeschön. Aber ich mache an der Stelle nochmal den Schuh, Freunde. Weil es gibt immer noch eine Sache, die ich gern nachholen würde. Und bevor wir jetzt hier diesen Berg besteigen und uns hier in das nächste Level stürzen, Hals über Kopf, möchte ich mit euch auf jeden Fall auch noch die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena spielen. Denn davon gibt es insgesamt 8 Stück im Spiel. Wir haben auch schon an den Fahnen gesehen, am Anfang des Parts, dass wir insgesamt 8 Arenen bezwingen müssen, um ja, die 100% zu schaffen. Und die sind wirklich ein ganz spezieller Ort. Herzlich willkommen in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena, dem Ort, an dem Legenden aus dem Ärmel geschüttelt werden. Okay, so, wir können sie erstmal umgucken. Was hast du zu sagen? Schon mal von Meister Schnuck gehört? Er ist der allerbeste Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler aller Zeiten. Ja, den muss ich 8-mal besiegen. Naja, wenn du wirklich am Turnier teilnehmen möchtest, kann ich dir ganz eventuell behilflich sein. Ja, aber eins nach dem anderen, du skurriler Toad, der da irgendwelche Deals in der Ecke macht. Die Toads bei der Treppe sind die wahren Insider in Sachen Schere, Stein, Papier. Bestimmt haben die den Tipp für dich. Wenn man das Turnier gewinnt, winkt angeblich ein Preisgeld und eine Karte soll es auch geben. Oh, eine Karte. Willkommen im Kaffee aus Prisma, Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1. Haben Sie schon gewählt? Kraftkaffee, Prismasaft? Nee, danke, ich brauche erstmal nichts. Ist aber sehr, sehr lieb von dir. So, dann reden wir mal mit den Kollegen hier. In Runde 2 triffst du auf einen fiesen Gegner, der in Kämpfen meist mit der Faust, manchmal aber auch mit der flachen Hand zuschlägt. Okay, das heißt, der Gegner 2 wird entweder häufig Stein oder manchmal auch Papier nehmen. Der Gegner Runde 1 benutzt eigentlich immer nur die Karte, die ihm am ähnlichsten ist. Er ist gut gerundet. Okay, das heißt, der erste setzt immer Stein ein und der zweite Stein oder Papier. In Kürze beginnt das Turnier. Bist du dabei? Ja. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt am Anfang, kann man durch die Tipps in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena noch ganz gut was machen und verstehen, um was es geht. Aber spätestens das einfach das größte Zufallsfest aller Zeiten. Man muss einfach nur noch Glück haben und das kann so frusten. Schnuckstreiter von nah und fern kommen in diese Arena und haben nur ein Ziel, sie voller Ruhm und Reichtum verlassen zu können. Dafür werfen sie nicht nur ihr Talent und ihr Mut, sondern auch eine gehörige Portion Glück in die Waagschale. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier. Yeah, aber die Mucke ist so geil. Die Mucke feiere ich voll. Ich freue mich, unseren Schnuckstreiter in der Arena begrüßen zu dürfen. In dieser Ecke der Neueinsteiger aus dem fernen Pilzkönigreich, Mr. Mamma Mia, höchstpersönlich Mario! Und in dieser Ecke die ewig unterste Sporse auf der Karriereleiter im Bowsers Militärapparat. Grüßt mit mir den wandelnden Shiitake-Pilz, Gugugugumba! So, und der setzt immer Stein ein, ne? Weil er immer die Karte nimmt, die quasi seiner Form am ehesten entspricht. Ich zeige euch das jetzt einmal, wie es auf dem Gamepad aussieht. Im Endeffekt, wie gesagt, müssen wir einfach nur Schere, Stein, Papier wählen. Das ist alles. Er wird Stein einsetzen, das heißt, ich setze Papier ein. Und damit sollte ich dann hoffentlich in der Lage sein zu gewinnen. Und dementsprechend, das Gamepad ist hier nicht wichtig. Aber wir dürften die erste Runde hier auf jeden Fall entspannt gewinnen, richtig. So, und wie gesagt, der Punkt ist, dass wir jetzt immer erstmal gegen 2 Gegner kämpfen. Geil, erstmal 300 Münzen. Zu denen wir eigentlich auch immer gute Tipps und so weiter bekommen. Ne? Wir wissen, wussten jetzt gleich, was er einsetzt. Auch beim zweiten Gegner wissen wir ziemlich genau, was er einsetzt. Aber am Ende kommt immer Mr. Schnuck. Ne? Oder Meister Schnuck. Und bei dem gibt es nie einen Tipp. Der ist nur Glück. Und später in den späteren Arenen werden alle drei. Da werden einfach alle drei Gegner unfassbar random. Und es ist so, oh, man rennt tausende Mal in diese Arena. Ich habe jetzt schon Angst davor. Die zweite Runde, Mario gegen Shy Guy. So, der setzt häufig Stein, manchmal Papier ein. Das heißt, wenn wir Papier nutzen, gewinnen wir immer. Weil entweder es ist unentschieden, dann geht's weiter. Oder wir gewinnen, dann geht's auch weiter. Ne? Also,
Dementsprechend sollten wir mit Papier alles richtig machen. Wie gesagt, bei Unentschieden wird einfach nochmal gespielt. Yeah, let's go! Mario, dein Gewinn für das Bestehen von Runde 2. Einfach 800 Münzen schon. Dementsprechend ist auch diese 100% Anforderung, dass man 10.000 Münzen verdienen muss, so lächerlich. Weil allein durch die Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen kriegt man so viele Münzen in den Hintern gepustet. Das letzte Rundlein hat geschlagen. Wollen wir doch mal sehen, welcher Gegner uns diesmal beehrt. Ein fantastischer Fußsoldat ist ein... Nein, was? Der Meister Schnuck ist noch gar nicht da. Oh mein Gott, ich laber so einen Müll. Stimmt, der Meister Schnuck taucht erst später auf. Oh Gott, verdammt, Freunde. Da müssen wir die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena nochmal spielen. So, der setzt doch bestimmt auch Stein ein. Dann gehe ich nämlich wieder auf Papier. Dann gewinne ich oder habe unentschieden. Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, verdammt. Stimmt, Meister Schnuck taucht erst irgendwann später auf. Und das wird einem dann auf der Karte auch angezeigt. So, yo, in der Arena ist Meister Schnuck aufgetaucht. Okay, dann können wir die Arena leider noch nicht abschließen, weil man hat die Arena quasi erst abgeschlossen, wenn man Meister Schnuck sozusagen zerlegt hat. Ja, dann verdienen die einfach nur Geld. Damit bin ich auch cool. Dann werden wir einfach nur ein bisschen rich. Na, wir pushen ein bisschen unseren Geldbeutel. Ich habe wieder Papier genommen. Weil ich hoffe einfach, dass er irgendwann Stein einsetzt. Selbst wenn er jetzt Schere einsetzt und wir verlieren, habe ich keinen Stress damit. Nein, wir gewinnen! Jawollo! Aber wie gesagt, wir müssen hier nochmal herkommen. Juhu! Geile Mucke, ich liebe die. Das ist eine richtige Game-Show-Mucke. Im Hintergrund die Tolls mit diesen Leuchtstäben, auch so nice. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst als Belohnung einen großen Sack Münzen. Außerdem mit einer brandneuen Karte. Moment mal, ihr kriegt ein Auto? Ach nein, sorry, es handelt sich selbstverständlich um eine neue Karte. Ich hätte auch ein Auto genommen. Die Zitronenkopie, jawollo. Das, Kopie bedeutet immer, dass ich sie im Kampf einsetzen kann. Also ich kann die Zitrone im Kampf einsetzen, aber ich kann sie nicht in der Oberwelt einsetzen, um von der Story her weiterzukommen. Das heißt, Kopiekarten sind reine Kampfkarten. Das war's auch schon, Leute. Ihr müsst noch nicht nach Hause gehen, aber hier könnt ihr auch nicht bleiben. Tschüss! Oh, voll süß, wie der Toad winkt. Der lächelt so glücklich. Ja, Erfolg, aber auch gleichzeitig kein Erfolg. Weil wir, wie gesagt, noch auf Meister Schnuck warten müssen. Der kommt erst später. Naja, ist in Ordnung. Aber dann mache ich an der Stelle jetzt Feierabend. Denn beim nächsten Mal besteigen wir dann gemeinsam den Narzissengipfel. Und dann haben wir immer noch den Strand übrig. Das sah ja aus wie ein Strandlevel. Aber wie gesagt, Guys, eins nach dem anderen. Hier gibt es leider erstmal noch nichts zu tun. Und beim nächsten Mal geht's für uns hoch hinaus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön an die mittlerweile schon vier großen Supporter hier. Shorty, Sirncrawler, Lord Ryoma und Shiro. Ey, Hammer. Geil, dass ihr das hier so unterstützt.